Derzeit ist ja alle Welt bullisch für europäische Aktien, speziell für den DAX, weil man sagt, naja, die Europäer, die kommen gut aus dieser Corona-Krise raus, die haben schnell reagiert, deswegen ist das Problem viel kleiner als etwa in den USA oder in Südamerika. Dementsprechend wird da die Erholung in Europa, vor allem in Deutschland, zuerst passieren und erst später, wenn überhaupt, in den USA. Also kauft europäische Aktien, das sind Empfehlungen der großen amerikanischen Analystenhäuser, Goldman Sachs, wie sie alle heißen, die haben in dieses Horn geblasen. Aber jetzt ist heute ein Kontraindikator aufgetaucht, der den Bullen eine ernsthafte, weil extrem zuverlässige Warnung sein sollte. Und jetzt, liebe Bullen, müsst ihr alle sehr, sehr tapfer sein, wenn ich das jetzt einblende. Das ist wirklich eine Schocker, eine Horrorgrafik, die schlimmer nicht sein kann für die Bullen. Und bums, da ist sie. Soll ich jetzt noch in die Börsenrallye einsteigen? Bild-Zeitung, uiuiuiui, die hat einen hervorragenden Track-Record, was das Timing betrifft. Wenn man sagt, naja, jetzt, liebe Leute, steigt doch ein in die Märkte, dann ist es meistens zu spät. Dann ist der Zug schon längst abgefahren und es geht genau in die andere Richtung. Also, liebe Bullen, seid gewarnt, das ist ein echter, ein ernstzunehmender Kontraindikator. Da kann man Indikatoren wie MACD etc. alle wegschmeißen dagegen. Das ist der sicherste, der zuverlässigste Indikator, das zumindest hat die Vergangenheit gezeigt. Es könnte also eng werden. Der DAX heute lange Zeit total paralysiert, ist völlig auf der Stelle getreten, war ja auch gestern schon ein Stück weit so. Die Nachrichtenlage ist relativ dünn. Wir haben ein Sommerloch, klar, aber das war schon etwas auffällig, dass da die Luft raus war. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Das ist die große Frage. Wir sehen in den USA so ein bisschen, dass die Erholung wohl zu Ende ist bereits, eben wegen der nach wie vor nicht bewältigten Corona-Krise, vor allem im Süden der USA. Und wir sehen das erste Mal seit März, sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder angestiegen. Okay, die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, die waren besser heute, aber es ist schon ein Warnzeichen, dass da sozusagen jetzt diese Zahl wieder steigt, nachdem es so kontinuierlich und langsam nach unten gegangen ist. Geht es jetzt scheinbar wieder nach oben, weil schlichtweg viele Restaurants wieder schließen etc. etc. Da sind ja viele Jobs entstanden, als man die Wirtschaft wieder aufgemacht hat, gerade in den südlichen Bundesstaaten. Und man sieht hier zum Beispiel in dieser Grafik, dass die Amerikaner befragt eben nach ihren Finanzen, nach dem Ausblick, nach dem Job, nach Konsumfreudigkeit jetzt so ein bisschen abknicken, dass das Ganze runtergeht, auch weil eben unklar ist, ob dann die Finanzierung durch den Staat ab 1. August wieder kommen wird. Da streitet man sich, da ist man derzeit ja dabei, das auszuhandeln, aber die Vorstellungen zwischen US-Republikanern und Demokraten liegen sehr weit auseinander. Wir sehen das hier gerade in den Staaten, die jetzt frühzeitig geöffnet haben, die Wirtschaft, dass da eben jetzt der Knick auch besonders stark ist oder stärker ist. Da ist früher die Erholung passiert in diesen südlichen Bundesstaaten und jetzt bricht es eben ein bisschen ein. Insgesamt sehen wir, dass wir ja in dieser Corona-Krise eine noch nie gesehene Prozentzahl von Wirtschaften auf der Welt in einer Rezession hatten, nämlich 92,9%. Selbst auf dem Hochpunkt der Weltwirtschaftskrise 1931 waren es nur 83,8%. Also wir sehen, das ist wirklich ein globales Phänomen, das aber in den USA eben anders als in anderen Ländern noch überhaupt nicht bewältigt ist. Also muss eben jetzt der neue Stimulus her. Und da hat sich Steve Mnuchin wieder geäußert und ist fleißig dabei, aber er hat die sogenannte Payroll Tax Cut, also die Lohnsteuersenkung, die Trump ja unbedingt wollte, die er als Voraussetzung eigentlich genannt hatte, damit dann wieder zum Beispiel diese Schecks den Amerikanern zugeneigt werden, die ist abgeräumt, weil schlichtweg schon innerhalb der Republikaner wohl keine Mehrheit dafür zu finden ist. Die Demokraten sind ohnehin dagegen. Man hat jetzt ähnlich wie in Deutschland so ein bisschen versucht man den Restaurants zu helfen, der Gastronomie zu helfen, denen da Steuern gesenkt werden. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man sieht, dass in den USA etwa 25% aller Restaurants wohl dauerhaft schließen werden. Wir sehen heute insgesamt auch Dollarschwäche. Der Euro-Dollar heute über 1,16 gestiegen, das erste Mal seit 500.000 Jahren gefühlt. Und wir sehen, dass Gold in Richtung 1.900 unterwegs ist. Und da hat Mnuchin heute dann auch etwas gesagt, was sehr auffällig ist gegenüber CNBC. Ja, wir als USA sorgen für die Stabilität des Dollars. Da hat der eine oder andere kommentiert, also ich habe mir vorher über den Dollar keine Sorgen gemacht. Aber jetzt, wenn ich solche Aussagen höre,
dann ist das für mich wie ein Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist schon auffällig, dass jetzt eine solche Aussage kommt. Die USA verschulden sich ja weiter. Die USA werden das Land sein, das mit Abstand die meisten Anleihen jetzt bis Ende 2020 an den Markt bringen wird. Es kommt also wahnsinnig viel Verschuldung jetzt, die gekauft werden muss. Dementsprechend flieht man so ein bisschen aus dem Dollar. Man flieht auch aus dem Tech-Sektor. Heute zumindest. Wir hatten ja gestern die Zahlen von Microsoft. Die waren eigentlich sehr, sehr gut. Nur das Cloud-Wachstum hat ein bisschen enttäuscht. Wir hatten die super guten Zahlen von Tesla. Die waren ja so gut. Dazu gleich mehr. Wir sehen aber, dass heute jetzt eben Microsoft unter Druck ist, dass Amazon unter Druck ist. Also die Schwergewichte sind unter Druck. Und der Nasdaq, der hat seit 48 Handelstagen nicht die Situation erlebt, zweimal hintereinander, an zwei Handelstagen hintereinander negativ zu sein. Das gab es zuletzt Ende der 1970er Jahre. Da sieht man also, was da sozusagen heiß gelaufen ist, wie heiß es gelaufen ist. Und wenn jetzt die Dickfische wie Amazon, wie Microsoft ein Problemchen kriegen, dann kriegt der Gesamtmarkt ein Problem. Wir sehen ja, dass eben diese Unternehmen wie Facebook, wie Amazon, wie Apple, Microsoft und Google, die sind 35% gestiegen seit Jahresbeginn, während die 495 anderen Aktien um 5% gefallen wären. Der Index aber insgesamt 2% im Plus ist, der S&P 500 nämlich. Also hier sehen wir diese Konzentration, die natürlich, wenn das Ganze mal in die andere Richtung gehen sollte, gefährlich ist, gefährlich sein wird auch für die Märkte, weil schlichtweg jetzt das, was die Märkte nach oben gezogen hat, dann, wenn es mal andersrum geht und die Börse keine Einbahnstraße mehr ist, eben dann auch in die andere Richtung laufen kann. Wir sehen nochmal zu den wunderbaren Tesla-Zahlen. Die Aktie heute auch dann ins Minus gedreht. Also die ganzen nachbörslichen Gewinne gestern, die sind dann verpufft. Und wir sehen, wie es um die Profitabilität von Tesla aussehen würde, ohne die sogenannten Regulatory Credits, also praktisch diese Emissionskredite, diese Emissionszuwendungen, die Tesla bekommt, weil man vermeintlich CO2-neutral arbeitet. Naja, bei Autobatterien, bei der Herstellung dieser Batterien, da fallen wahnsinnig viele Dinge an, die CO2-intensiv sind. Man sagt ja, so zwischen 70 und 90.000 Kilometer muss ein Auto, ein E-Auto laufen, um sozusagen die Bilanz wieder zu neutralisieren zu einem Benziner oder zu einem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Auto. Jedenfalls ist möglicherweise jetzt diese Euphorie im Tech-Sektor vorbei und das wäre doch ein ziemlicher Hammer. Ein Hammer ist auch, dass die Österreicher es uns nachmachen. Wir haben ja die Wirecard, haben ein bisschen einen Skandal gehabt, seit 2015 wahrscheinlich überhaupt keinen Gewinn mehr gemacht. Dann hat man ein bisschen was erfunden, nämlich 1,9 Milliarden Euro, die wo es gar nicht da waren. Aber jetzt haben wir die Situation, dass auch in Österreich, nämlich im Burgenland, da hat es eine Bank erwischt und diese Bank hat eine Bilanz gehabt von 800 Millionen Euro und jetzt hat man festgestellt, dass die Hälfte davon gar nicht da ist. Ne? Wo ist denn das? Also die Kreativität im Finanzsektor, meine Damen und Herren, die ist wahnsinnig. Und jetzt hat es auch die Österreicher erwischt. Da dürften viele dann geschädigt sein. Die Kohle ist dann weg, auf Deutsch gesagt. Vor allem viele Firmen dürften davon betroffen sein. Also die Österreicher wiederholen das, was wir Deutschen in etwas größerem Maßstab gemacht haben. Das machen jetzt unsere südlichen Nachbarn auch. Aber schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren. Dann schauen wir mal, was wir hier sehen. Das ist der Nasdaq 100 in den Charts von Capital.com. Und wir sehen, da geht es nach unten. Da ist jetzt irgendwie die Luft raus. Wir hatten heute nochmal vormittags, dann plötzlich zogen die US-Futures an, vor allem der Nasdaq-Future zog an, aber dann war irgendwann Ende im Karton und jetzt geht es nach unten. Nachrichtenlos eigentlich, aber irgendwann scheint sich die Schwerkraft durchzusetzen. Wenn ich ein Seil zu sehr spanne, dann wird es irgendwann vielleicht auch zuschnappen. Schauen wir uns den DAX mal an, der natürlich jetzt hochgradig gefährdet ist durch die Bildschlagzeile. Der hält sich noch einigermaßen, weil Dow Jones gut läuft oder zumindest deutlich stabiler ist, der Russell 2000, der Nebenwerteindex sogar deutlich im Plus. Also es ist sehr uneinheitlich, was in den USA passiert. Der DAX, wie gesagt, in einer sehr geringen Handelsspanne, hält sich aber hier noch ganz gut. Schauen wir uns mal eben jetzt den Euro an, der über die 1,16er Marke gestiegen ist, 1,1619 aktuell. Wir sehen Gold, neues Hoch jetzt, war schon fast an der 1.900er Marke. Wir sehen, dass Silber weiter hier seinen Weg geht, allerdings hier erstmal stagniert. Und schauen wir uns nochmal kurz Tesla an hier im Tageschart. Dann sehen wir, das sieht ein bisschen unschön aus, was wir hier sehen. Das könnte jetzt der Abschluss einer Bewegung sein. Aber die Amerikaner und Elon Musk sind zu allem in der Lage. Da werden auch Bilanzen ein bisschen, naja, schön frisiert.
Da sind sie ja Meister darin, die Amerikaner. Aber jetzt muss man sich was einfallen lassen im Vorfeld der Zahlen nächste Woche von Apple und der Amazon, die, wie gesagt, jetzt unter Druck sind. Auch Apple heute unter Druck. Vielleicht ist die Party jetzt erst einmal zu Ende und die Bild-Zeitung könnte dieses angekündigt haben. Sie ist sehr, sehr zuverlässig, was den Wahrheitsgehalt betrifft und was die Prognosefähigkeit betrifft. Dementsprechend sollte man das ernst nehmen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, auch in Österreich. Ich hoffe, Sie sind nicht von dieser Pleite betroffen, nicht? Also, 40 Servus und ciao.